So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt, da wir T-Bone gerettet haben, die Fixe abgehauen haben und uns neue Klamotten geholt haben, wie man hier sieht. Yay. Sieht cool aus, bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Wir kriegen einen Anruf, alles klar. Schon mal was von Dot Point Action gehört? Das kennt doch jeder in Nö. Chicago. Na dann, Also. holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Fort sich gerne rum. So, wo haben wir? Oh, das ist ja die Default-Bedingung. Okay. Und mehr hast du nicht? Und Bewegen wir sechs uns mal Gig auf USB-Stick voller dieses Ziel letzten zu. Pornos. Willst du den auch? Behalt ihn. Oh Mann. Die Brücke müssen wir etwas schneller gehen hier. Dann würde es auch gleich viel mehr Spaß machen. So. Da hinten müssen wir hin. Da haben wir wieder den Pennerweg. Und fahren einfach über rote Ampel. Wir fahren fast Fußgänger. Und suchen uns den Weg nach der anderen Fixerauftrag. Und egal, jetzt ausschleifen. Ist ein Auto vorbei. Ja! Und beim Pfosten ummähen. Erschrecken Pförtner. Und fahren weiter. Denn wir möchten die Default-Bedingungen hören oder sehen oder eintätowiert bekommen oder wie auch immer. So. Ja, immer diese Rescher mit ihren Minivans. Die alten Großstadt-Tyrannen. Rowdies. Stoppschild. Motorrad. Juhu, Taxi! Dampfrohr! Poller! Eine scharfe Kurve! So. Mein Parkplatz. Hi, Leute. So, was sind die Bedingungen? Schönes Bild. Das Ambrose. Nicky und ich haben uns hier gerne Filme angesehen. Das Jetzt ist ist cool. es nur noch ein Tanzclub. Bevold hat uns sicher bemerkt. Er höchstwahrscheinlich wartet hier auf mich. Einfach rein. Betreten Sie unauffällig das Ambrose Theater. Okay. Ein Taekwondo-Schüler. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wegen Plagiats, Türsteher. Hallo? Hallo? Sag hallo! Ja, nein, ich weiß nicht warum. Ich hab's gesagt. Hab ich. Was? Nein, warum? Uhu. Hi, ich bin Joseph DeMarco. Willkommen zu Dot Connection. Meine Digitalgalerie mit Analogkunst und Musik. Kann schon mal rein. Ich hoffe, Sie sehen mich hören. Klasse. Eine Falle. Wer hätte das erwartet? Das ist ja eine ganz neue Wendung in diesem Fall. Verdammt, der ist gut. Geh mal anders ins Profiler-System gehackt. Er spielt nicht mehr. Ja, mach nur weiter so, mein Freund. Was das ist eigentlich schon komischer Dödel. So. Hallo Leute. Hat jemand ein gehacktes Handy? Alter.
Updaten Sie Profile von den Gästen an, um vor zu gelangen. Ich bin ein Paradoxon. Arschlecke. So. Ich bin der Meinung, gehen wir gerade nach oben, ne? Ah, schön. Türsteher. Mensch. Server. Da oben alles klar. Wow. Ja, Leute, ich muss sagen, mit steigendem Level wird das Ganze hier schon viel interessanter. Das bringt sowieso ja gar nichts, ne? Das ist aber schön, dass wir mal darüber geredet haben. Ja, das ist wunderbar, ne? Total Weltklasse hier. So, wie soll man da unten? Ach du Scheiße. Hallo? Ach du mein lieber Gott. So. Ja. Lassen. Chill dein Leben. So. Mhm. Es fehlt nur noch eins. Alter, wie soll ich denn von da oben? Da bekomme ich nur so Strom drauf. Also Spannung. Ja. Ach! Oh Gott, mir wird schlecht. Nett. Gar nicht so blöd. Ja. Gar nicht so blöd, das ist ein Witzbold. Das Ding ist ein Blindgänger, oder was? Das da bringt ja auch nichts. Der ist immer richtig krass drauf. Mhm. 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 Was ist denn das für ein Ding? Das bringt ja mal rein gar nichts. So. Zack. Ha ha ha. Das ist einfach nur eine Falle, damit ich da dran komme. Die alte Sau. Das war gar nicht nett. Das ist ja genauso unnötig. Ohne Nütze. Alter, das nenne ich mal eine Verriegelung, oder Jungs und Mädels? Das ist er. Markovic. Na, die voll typische. No.
folgen Sie die fort. Alter, wie er abflitzt, der Aiden hier. Jawohl, komm. Den schnappen wir uns, die Alte. Alter, geht der Typ ab. Die Volt, der wehrt sich ja, wo er kann. So, Leute, das war mal ein schöner Hinterhalt hier. Da hat er aber gut gemacht. Unser lieber Default. War ganz brav, Herr Buck. Na, Default. Alter. Na. Das ist immer ein hartnäckiger Bub. Das ist aber gar nicht cool. Alter, haben die Schraube selbst gesprengt? Die alten Knalltüten. So. So, irgendwo da rennt die ganze Zeit einer hoch und runter. Ne, ich habe nämlich keine Ahnung, was der da will. Der kleine Junge, genauso wie der da oben. Alter. Ja, der war auch unnötig. Alter, wo sitzt da einer jetzt? Hallo. Da sitzt immer einer richtig hässlich. Hab ich zwei Sachen getroffen. Alter. Das war ja richtig fies. Schon wieder die Fixer. Die Typen sind teuer. Aber Default steckt bis zum Hals drin. Und er hat keine Ahnung. Okay, ich habe ihn. Nur in Reichweite bleiben und Tibon hackt sich rein. Alter, rast der schnell weg hier. Die alte Sau. Default muss irgendeinen High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Krempel nicht mehr geht. Versuch nicht ihn auszuschalten. Wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Log ihn raus. Ich tracke ihn. Warte nicht. Schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug bin. Ja. Nein, Default. Laden Sie die Daten herunter. Ja, welche du Daten? Du musst näher ran. Herunterladen. Ach, schön. Na gut. Du bleibst in der Nähe. Genau so. Dann schlüpfe ich in seine Daten und er merkt es gar nicht. Es kommt rein. Mann, Scheiße. Hast du gesehen, was da drin steht? Noch nicht alles. Was siehst du? Alter. Gewerkschafter. Das ist echt krass, einen Hacker zu verfolgen. Der ja, genau. Dieselben Tricks drauf hat wie du. Nur wenn er die einsetzt, kannst du das Ganze nicht rückgängig machen. Das ist richtig fies. So. Ich glaube jetzt langsam. Müsste ich wahrscheinlich gerade voll trocken verloren haben. Dann müssen wir vermutlich leider in der nächsten Folge nochmal. Nochmal versuchen, den Typ zu fangen. Es sei denn, ich schaffe es noch lang genug dran zu bleiben, dass wir 100% hier unterfolgt haben. Was wir bei dem seinem Fahrstil und Heckkünsten bezweifeln. Und natürlich bei meinen Fahrkünsten nicht zu vergessen.
Ja, und bei diesem bescheuerten Rent and Car-Dinger da. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann ein einzelner Typ nur so viel Stress machen? Ja, immerhin. 3% haben wir geschafft. Jetzt kommen schon ab wegen einem Meter. Als ob ein Meter beim WLAN so schlimm wäre. Dieser Iraq war ganz schön fleißig. Na, er hat ein paar solide bleib doch mal noch hier. Irgendwo sieht hängen aus, ein bisschen. CTOS-Manager das Netz benutzt, um die Wahl zu manipulieren. Damit dieser Rushmore. Was hat der eigentlich für eine abgefahrene Rückscheibe hier? Ah, lauter Herzchen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Ja, gleich haben wir es. Wir sind schon bei 90% hier. Erpresserkram. Es kommt immer mehr. Wunderbar, was komm. Was denn hier eigentlich genau? 100. Ein Video. Schalten Sie die Default auf. Ach so. Tot, aber irgendwas an dem Video war gefährlich genug, um mich und meine Familie anzugreifen. Das ist aber nett. Nett. Stehen jetzt ausschalten. So. Ist doch auch nur ein Hacker. Hat doch auch Gefühle. Jawohl! Komm! Sprengen wir uns selber kaputt! Du verlierst ihn! Ich verliere ihn nicht. Ich verliere nie jemanden. Ha 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 ha, der war gut. Das kommt schon nochmal ein Dampf vor oder so, wo ich neutralisieren klicken kann. Ampel, was will ich mit einer Ampel? Jawoll! Da fliegt er, der Default. Zack! Sag mir bitte, dass wir alles haben. Würde ich schon sagen. Hier ja. War alles, was dein irrer Freund wollte. Das war's wohl mit dem. Und diese lächelnde Frau? Gibt es passende Default. Oh, mein Fuß schläft ein, das ist ja nämlich schön. Ich weiß keine, die ich sehe. Sicher, dass die auf Iraqs Server war? Nein, aber er wollte sie von jemandem stehlen. Nur von so. Ihm. Jetzt haben wir das. Oh shit. Ja. Voll Ding wunderbar. Mission beendet. Und mit der beendeten Mission haben wir auch gleichzeitig diese Folge hier beendet. Ich sag mal wieder, macht's gut und haut rein.